Crunch Roy, Leute, und heute habe ich mal die Pump- und die Maschinenpistole in Kombination für euch gespielt. Viele haben mich danach gefragt und ich dachte, ich mache die einfach mal für euch. Für mich ist diese Technik auch die zweitstärkste Pumpgun-Kombi im Spiel derzeit. Abonniert doch den Kanal und macht die Glocke an für noch mehr Tipps, Techniken, Hilfe bei Herausforderungen und Challenges. Viel Spaß! Okay, wir werden heute mal die Pump- und Maschinenpistolen-Taktik hier anwenden. Ihr habt mir das oft in die Kommentare geschrieben, dass ihr das sehen wollt. Heute werde ich es mal für euch machen. Lass mal hier ein bisschen Holz abklopfen und dann hochgehen. Da sind auf jeden Fall noch viele in dem Gebäude. Wir haben jetzt nur eine Pump, aber wir können hier die vorübergehend nehmen. Ich weiß, das ist nicht die gute, das wisst ihr glaube ich alle. Das ist nicht so eine gute Maschinenpistole, aber vorübergehend können wir die auf jeden Fall nehmen. Hier ist schon einer, der heizt sich hier gerade mit Tränken, rechts wahrscheinlich. Okay, doch nicht. Da muss da oben sein. Okay, haben wir. Perfekt. So, was hatte der? Ja, Bandagen können wir uns mitnehmen. Die Shotgun werde ich jetzt nicht spielen, ich werde wirklich diese Taktik hier die ganze Zeit anwenden und euch die nochmal genau zeigen. Ich kannte die schon auch davor, aber jetzt habe ich noch kein Video drüber gemacht und ihr wolltet das sehen. Hier noch ein bisschen das Holz noch mitnehmen. Oh, jetzt habe ich hier die... Ah, das war natürlich jetzt hart, Leute, dass ich jetzt wirklich diese Munitionskiste da zu hauen habe. Okay, den haben wir auch. Okay, aber er hat immer noch nicht die Maschinenpistole hier für uns. Er hat uns aber gut ordentlich was abgezogen. So, kurz hochheilen. Ich höre noch irgendwas. Ich habe irgendwas gehört. So, Steine nehmen wir mit. Pump muss wieder ein bisschen geladen werden hier. Hier ist einer. Okay, erstmal Abstand kurz nehmen. Pump ready. Das ist halt das Ding. Also wenn man den ersten Schuss nicht trifft, sollte man, finde ich, bei der Taktik ein bisschen aufpassen. Natürlich ist die Maschinenpistole auch enorm stark, aber wenn ihr dann das Magazin verballert und er nicht tot ist, dann könnt ihr eigentlich auch wieder mit dem Pump drauf schießen. Also, aber jetzt gerade gegen Anfang, keine Ahnung, ey. Manchmal ist es ein bisschen gefährlich, da direkt wieder drauf zu halten. Deswegen bin ich kurz auf Abstand gegangen, hab gewartet, bis die Pump wieder ready ist und hab's dann noch durchgezogen. Ist hier noch jemand? Ich höre niemanden, okay. In dem Gebäude sind vielleicht noch welche, würde ich mal annehmen. Da sind irgendwie immer welche drin, ist mir aufgefallen. Hier unten. Perfekt, haben wir. Hat uns aber ein bisschen was abgezogen. Ich finde die Taktik echt enorm stark. Das steht außer Frage, Leute. Viele haben mich auch gefragt. Oh, nee, ey. Kommt schon. Leute, übertreibt mal nicht so. Hey, man kann es doch echt übertreiben. Ich muss mich hier ganz kurz mal heilen. Ey, die bombardieren mich mit allem. Ey. 2 gegen 1, ist schon unfair. Ich muss mich erstmal ganz kurz heilen. Okay. Die 2 müssen wir auf jeden Fall noch holen, Mann. Dafür gibt's Strache. Dass sie so dreckig auf mich direkt gehen. Auch noch beide. Ja, komm her. Schnell wieder hier rein. Boah, Leute. Ihr habt einen Raketenwerfer gehabt. Das war jetzt gut. Aber wir haben jetzt echt nicht mehr viel. Also es könnte echt mehr sein. Schauen wir mal hier durch. Hat der noch was? Nee. Ist auch ein guter Trick, einfach mal hier diese Platten so zu bearbeiten. Dann kann man da durchgucken. Ist ganz nützlich. Ah, wir brauchen jetzt echt was zum Heilen. Sonst wird es jetzt echt eklig langsam. Also hier höre ich mal nichts mehr, da kann man erstmal ungestört, glaube ich, hochgehen. Oben ist ja noch eine Kiste. Wir haben echt sehr wenig Leben. Ein Schuss und wir sind tot. Da oben ist die Kiste halt noch. Die holen wir uns jetzt erstmal. Ne, die ist doch nicht da. Okay, ich muss jetzt echt aufpassen und auf die Schritte achten. Ich wollte gerade noch was... Okay... Nee, komm. Wir müssen die Kiste suchen. Hier ist irgendwo noch eine Kiste. Ich weiß nicht genau wo. Ich höre sie auf jeden Fall. Ich bin hier echt nicht so oft. Es könnte hier gut hier unten sein. Allerdings müssen wir auch beachten, dass der eine jetzt echt nah ist irgendwie. Ich weiß nicht, wo er genau ist, aber er ist nicht weit weg. Wir hören ihn ja permanent. Ja, okay, da ist sie. Komm, bitte sei was zum Heilen drin. Nein, natürlich nicht. Okay, dann müssen wir irgendjemand killen. Mit diesem 30 HP.
Einer ist auf jeden Fall in der Nähe. Ich weiß nicht, ob er im Gebäude ist. Bisschen hören. Läuft außen rum. Okay, da war eine Sackgasse, das wusste ich. Und er hatte auch nichts zum Heilen. Super. Ey, ich kann so Pech haben manchmal, wirklich. Wir müssen weiter gucken. Hier haben wir aber, glaube ich, schon so ziemlich alles auseinandergenommen in dem Gebäude. Ich musste den jetzt gerade so killen, Leute, weil wenn es jetzt echt so kritisch ist, mit dem Raketenwerfer ist es natürlich schlauer, dann den zu töten, wie mit hier der Technik. Ich werde die aber sofort wieder spielen, wenn wir jetzt irgendwas haben. Ich brauche nur irgendwas. Hier sind Bandagen. Gehen wir hier auf riskant drüber. Dann da runter. Nicht an Fallschaden sterben. Wir werden uns hier einbauen. Kurz die Bandagen geben. Und dann sind wir wieder echt ready. Dann 75 reichen mir auch. Aber hier mit 31 ist es halt wirklich mies. Da trifft dich ein Schuss und du bist halt direkt tot. Okay, was ich vorhin, ganz vorhin sagen wollte. Ihr habt mich auch gefragt, was ich am besten finde oder was am besten generell einfach ist von diesen ganzen Taktiken. Hier Double Shotgun oder diese Double Pump Taktik und so weiter, was ich schon erst erklärt habe, was ich da am besten finde oder was am besten ist. Ich würde sagen, es gibt generell nichts, was jetzt am besten ist. Ich denke, es kommt auf den Spieler selbst an. Und ich merke gerade, die Zone kommt und wir müssen jetzt uns mega beeilen, dass wir noch irgendwie die Zone kommen. Okay, ich muss jetzt richtig, richtig auf schnell hier irgendwie versuchen hinzukommen. Okay, es hat nochmal gut geholfen mir, diese Granaten. Es dürfte passen, es dürfte passen. Zwei Bandagen haben wir auch noch. Und was ich, auf was ich hinaus wollte, ich denke, es kommt einfach auf den Spieler an, was einem am besten liegt. Wenn ihr jetzt gerne mit einer Maschinenpistole spielt, dann würde ich auf jeden Fall die Maschinenpistole zu der Pump nehmen. Aber wenn ihr sagt, okay, die Shotgun, damit bin ich besser und ich kann das besser, oder Double Shotgun, je nachdem, was man halt am besten kann, das würde ich dann einfach nehmen. Ich persönlich muss sagen, ich finde die Pump und die Shotgun am besten. Also diese Kombination, was ich euch zuallererst gezeigt habe. Ein Pump-Schuss, zwei Shotgun-Schüsse, dann wieder ein Pump-Schuss, zwei Shotgun-Schüsse. Das finde ich echt am allerstärksten und auch am effektivsten. Nur da muss man eben beachten, dass man dann nicht diese zwei Schüsse... Hier ist einer. Ach komm, hier gehen wir so jetzt. Okay, die Pump wieder ready machen. Wir müssen ein bisschen taktisch spielen, ey. Wir müssen ein bisschen taktisch spielen. Nicht so viel Leben. Da hinten ist jetzt auch nochmal einer. Den behalten wir ganz genau im Auge. Der kommt jetzt aber, ey. Der kommt jetzt aber. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Ich würde ihn jetzt am liebsten... Ah, der kommt. Boah, das wird richtig knapp, Mann. Das wird richtig knapp. Ah! Wir haben es gemacht. Wir haben es geschafft. Komm schon. Oh, wir haben ihn. Aber er hat uns noch auch, dieser Sack, ey. Der hat uns noch gut was abgezogen. Boah, ich habe schon echt gedacht, ich bin tot und er gibt mir diesen sicheren Headshot, wo er runtergesprungen ist. Aber ich mache manchmal echt so riskanten Aktionen irgendwie, weil... Boah, ich weiß nicht. Ich hätte ihn auch mit Raketenwerfer holen können, aber ich will euch eben diese Technik gut zeigen. Und ich versteife mich da immer so sehr darauf, wirklich die Kills damit zu machen. Und das ist auch oft wirklich mein Ende. Das ist oft wirklich mein eigenes Ende. Aber Leute, wenn dann richtig, wenn dann richtig. So, geben wir uns noch den hier. Haben wir noch irgendwas? Nee, da haben wir nichts mehr. Ja, das Medipack, boah, das lohnt sich, ich glaube, das lohnt sich nicht. Wegen den 20 HP und wir haben schon so über 100, ich werde es mir immer noch aufbehalten. Für kritischere Zeitpunkte, die Bandagen haben wir ja auch noch. Okay, dann gehen wir einfach mal hier weiter. Und gucken. Und genau, Leute, wie gesagt, also die Pump und die Shotgun finde ich am besten, aber ich muss sagen, auf Platz 2 ist wirklich auch diese Taktik dann schon. Pump und Maschinenpistole, weil, ja, wie gesagt, die Pump 95 Schaden macht ihr schon mal, wenn ihr nicht mal einen Kopf trifft und guten Körper, dann 95 Schaden sind sicher drin bei der Grünen, bei der anderen 90 und dann sprayt ihr ihn einfach noch nieder und ihr habt ja auch schon das Triple Maschinenpistolen Video gesehen, wie das abgeht und klar, also ich liebe diese zwei Waffen natürlich auch. Es gibt halt so viel Kombinationen in Fortnite, was man irgendwie kombinieren kann, was das Spiel einfach auch so geil macht und da kann man dann irgendwann auch gar nicht mehr genau sagen, was da jetzt am besten ist, finde ich. Deswegen, Leute, zockt einfach auf das, was ihr Bock habt, auf das, was irgendwie euch Spaß macht auch und natürlich auf das, was ihr irgendwie am besten dann ziehen könnt. So, hier sind noch Bandagen. Und dann gehen wir mal das, die.
Gehen wir mal das die Depot. Ihr habt auch oft geschrieben, in das die Depot geht's immer ab. Da sollte ich mal öfter hin. Gehen wir mal hier noch vorbeigucken. Ist auch so einfach ein zentraler Spot irgendwo, oder? Da gehen die Leute irgendwie hin und starten da Gunfights. Ah, ja, okay. Was uns jetzt noch nicht schlecht kommen würde, wäre einfach diese lilane Maschinenpistole. Oder vielleicht nochmal eine Maschinenpistole. Das wäre auch gar nicht schlecht. Weil, wenn die Munition mit der einen leer geht, habe ich immer noch die andere. Und die Pump irgendwie nicht ready sein sollte oder was weiß ich. Das ist natürlich ein bisschen sicherer dann, die so zu spielen. So, also hier wurde schon mächtig was gebaut. Die Zone kommt jetzt von da. Noch 10 Leute. Ich will auf jeden Fall nur über 10 Kills schaffen, ey. Ganz sicher. Aber boah, diese Anfangssituation, das war auch mies. Das willst du noch überlebt haben? Auch sehr gut. Und unten rechts, Leute, seht ihr? Ist hier jemand drin? Ja, ich weiß es gar nicht. Ich habe aber, ich dachte, ich hätte einen gehört irgendwie, aber kann ich mir auch nur eingebildet haben. Leute, ich habe jetzt meine Bauslots umgestellt. Wenn ihr unten rechts schaut, ich habe Q, E und C. Also C für die Treppen, da kommt man dann gut ran. Und Q für diese Wand, E für diese Bodenplatte. Ich muss ehrlich sagen, ich verwende immer noch F3 und F1 und F2. Da hatte ich nämlich davor drauf einfach die Standardeinstellungen. Ich muss es mir echt umgewöhnen. Ich muss mir echt irgendwie befehlen, selbst es nicht mehr zu machen. Aber jetzt, wenn ich dort auf Aufnahmen gehe, dann mache ich es halt noch. Ich werde es mir aber echt versuchen umzugewöhnen, weil ihr habt auch gesagt, ja, ich bin echt guter Spieler und so. Das habt ihr echt oft geschrieben. Ihr habt mich echt sehr oft gelobt in letzter Zeit, Leute. Dankeschön für die ganzen Lobsagungen und Danksagungen und alles Mögliche. Aber ich will mich jetzt echt noch verbessern, weil ihr habt auch gesagt, worauf ich jetzt hinaus wollte, dass ihr sagt, ich habe gutes Aim und kann gut zielen, aber vom Bauen her, da könnte ich mich echt noch verbessern. Das heißt, ich baue nicht so gut, wie ich eigentlich im Gunfight und so bin. Wenn ich mich da noch verbessere, wäre ich dann richtig, richtig gut. Und das will ich mir auf jeden Fall noch irgendwie versuchen zu verbessern. Für mich selbst einfach noch besser zu bauen, schneller zu bauen. Und deswegen habe ich mir die jetzt schon mal umgelegt. Ich versuche das echt, mich daran zu gewöhnen und so. Dass ich euch dann noch bessere Sachen liefern kann. Ich versuche mich echt auch immer noch zu verbessern in Fortnite. Ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt mein Endlevel erreicht. Ich will mich immer noch verbessern. Und hier hinten, da geht auch schon was ab. Und dafür danke ich euch auch, Leute, dass ihr mir das oft gesagt habt. Und ich werde auf jeden Fall daran arbeiten in nächster Zeit, dass es da noch besser wird mit dem Bauen. So, jetzt sind hier nur noch 4 Leute. Irgendwie, die killen sich weg und ich sehe keinen mehr. Aber da hinten habe ich jetzt schon einen gesehen, der ist hinter dem Berg. Werden wir jetzt direkt holen hier, komm. Aber die fighten auch schon. Komm, da müssen wir ihn abstauben. Komm, komm, komm. Ah, der läuft hier schon weg. Komm, komm, wir müssen da einen holen. Schnell, noch nicht töten, noch nicht töten. Wartet, wartet. Leute, Leute, Leute. Nein. Push ihn nicht. Nein, er wird ihn pushen. Er wird ihn pushen, oder? Wird er ihn? Wird er ihn? Ah, okay. Ja, es tut mir leid, Leute, Mann. Es tut mir leid. Es sind echt ein bisschen wenig Kills gerade. Ich habe keine mehr gefunden irgendwo. Aber die letzten zwei mache ich euch auf jeden Fall noch mit dieser Taktik. Oh, ich hätte auch 57 Raketen. Das ist auch mächtig auf jeden Fall. Das ist richtig mächtig. Und komm, wir können uns eigentlich auch noch die Scar mitnehmen. Und diese Minischilde noch für den Endkampf jetzt. Und wir werden jetzt direkt suchen. Ich baller jetzt sogar rum, Leute. Ey, die schießt schon schnell. Wieso schießt die schnell? Schießt sie immer so schnell, wenn man die nur alleine hat? So, komm. Wo sind jetzt hier die letzten? Erstmal noch nachladen. Alle Waffen geladen. Jetzt können wir starten. Vielleicht Tomato Town noch einer, oder? So. Viele haben mich auch gefragt, mit was ich die Waffen immer so rumswitch. Das ist einfach wirklich, wie es da unten steht. 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich mir einfach so angewöhnt. Ich mache das hier, wenn ich auf 2 und 3 drücke. Hier mit 2 drücke ich mit dem Ringfinger drauf. Und 1 mache ich auch mit dem Ringfinger. Und mit dem Zeigefinger mache ich 3 und 4. Und 5 und 6 halt. Ich komme da wirklich gut ran. Und das müsst ihr euch einfach, das ist Gewöhnungssache. Das müsst ihr euch alles angewöhnen. So, gucken wir hier rein. Ah, ein goldener Raketenwerfer. Komm, werten wir noch auf. Nochmal ein großes Schild, können wir uns auch mitnehmen. Und da hinten, da ist einer drin. Ich werde es ein bisschen bombardieren hier, dass er runterfliegt. Komm, bombardieren wir das. So, jetzt fliegt er runter. Oder ist schon drunter. Er ist schon drunter dann. Okay.
Ich werde jetzt hinpushen und ihn dann mit der Taktik holen. Erstmal High Ground, Leute. High Ground ist wichtig. Erst drüber bauen. Okay. Ah, ich lade die MP nach. Das ist gefährlich, da mit so wenig Schuss rumzulaufen. Er ist unten drin wahrscheinlich. Hat sich da unten eingebaut. Okay, haben wir. Und den letzten holen wir auch noch so, Leute. Das tut mir echt leid für die Kills. Ich habe auch echt keine mehr gefunden. Sind jetzt nur 11 Kills dann. Aber ich kann es echt nicht ändern. Und ich versuche es auch echt schon eine Weile, ein paar Aufnahmen hinzubekommen. Ich mache auch immer was anderes. Ich versteife mich jetzt nicht auf eine. Und jetzt bin ich halt gerade, wo es Lokal übertiltet, bin ich übertiltet gelandet. Und deswegen ziehen wir das jetzt hier gerade noch durch. Ich hoffe, ich konnte es euch ja trotzdem ein bisschen gut erklären. Mit diesem 90er-Hit, 95er-Hit. Und dann eben drauf sprayen. Wenn ihr die noch intensiver spielen wollt, dann würde ich noch eine zweite Maschinenpistole echt sogar mitnehmen. Einfach wenn euch die andere ausgeht und ihr vielleicht dort keinen Pumpshot ready habt. Und ja, genau, Leute. Ich hoffe schon mal, das Video hat euch gefallen. Ich mache jetzt hier schon mal die Verabschiedung, Leute. Ich glaube, der letzte ist nicht gut. Ich meine, wo ist der Typ? So, ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Soll er halt mal kommen. Und Leute, hier auch krasse Taktik. Einfach in der Mitte bauen, dann baut ihr euch so zwei Strains hoch. Oh, guck mal, hier ist auch noch Loot. Kann man uns hier auch noch holen. Oh Mann, ey. Wo ist der letzte? Ja, Leute. Wie gesagt, lasst einen Kommentar da, was ihr davon haltet. Ich habe jetzt mal wirklich das hier für euch gemacht. Ich hoffe, ich konnte es euch echt gut erklären und so. Ich versuche echt auch immer meine Gedankengänge hier euch mitzuteilen, dass ihr da schnell besser werdet in Fortnite und so. Boah, wir haben auch sau viel Munition für die Pump, fällt mir gerade auf, ey. 670 Patronen. Ja. Der letzte, ne? Der lässt auf sich warten auf jeden Fall. Ich sollte ihn eigentlich richtig demütigen dafür, dass er mich so lange warten lässt. Und der kann wirklich nicht gut sein, Mann. Ich glaube, er versteckt sich sogar im Wald. Also die richtig schlechten, die würde ich auf dem Sieg spielen. Die verstecken sich meistens irgendwo im Wald, das ist mir schon aufgefallen. Warte, ich werde mal ein bisschen die Büsche hier checken. Nicht, dass er dann hier im Endeffekt irgendwo ist. Aber ich denke doch schon, er muss hier irgendwo sein. Also, das ist ja... Habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gehabt, dass sich einfach ein Gegner so versteckt. Ja, der hat wahrscheinlich schon die Pumps gehört, so von weitem. Und denkt sich, okay, da lasse ich es mal lieber. Da lass es mal lieber. Ein Jump-Pad habe ich jetzt leider auch nicht. Ach, hier ist er. Okay, er ist nicht gut. Ich glaube, er ist nicht so gut. Oh, oh. Jetzt wird er aggressiv. Okay, ist vielleicht doch gut. Kurz heilen. Aber wenn der mich jetzt noch holt, Alter, dann raste ich aber echt mal aus. Leute, ich werde erstmal in die Zone ein bisschen gehen. Ich weiß gerade nicht mehr, wo er ist. Ich habe keinen Überblick mehr. Immer rückwärts bauen ist auch nicht schlecht. Ah, der ist da oben. Okay, jetzt habe ich ihn auf dem Schirm. Okay, ja, komm. Ich werde ihm jetzt hier den Weg ein bisschen abschneiden. Ich werde ihn ein bisschen in die Enge treiben. Ah, der ist doch gar nicht schlecht, Leute. Also er ist doch gar nicht schlecht, aber wieso versteckt er sich dann so extrem, frage ich mich halt. Er ist ja kein schlechter Spieler. Er hat schon bewiesen, er hat ein bisschen was drauf. So, komm. Wo ist er jetzt hier? Nicht, dass er irgendwie von hinten kommt, sichere ich mich auch noch ab. Ja, die Bäume stören mich ein bisschen. Ich verwirre ihn jetzt erstmal ein bisschen. Ich weiß nicht. Er kommt hoch. Okay, erstmal angehittet. Er ist da drunter. Jetzt wird er mich hier von hinten holen. Wie ich schon vorhin gedacht habe. Ich baue mir erstmal hier Treppen drüber. Da unten ist er. Springen wir runter. Ja, Mann, Leute, ich hab's geschafft. Es waren nur 11 Kills, es tut mir auch leid. Aber ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen zeigen hier. Leute, Money Rain. So ein geiler Beat, ne? Ich feiere den Beat mega. Ihr Match-Statistik, wenn ihr es so sehen wollt, haben mir auch in die Kommentare geschrieben. Leute, vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare. Wirklich.
Die Crunch Royal Army, sie ist gerade so krank am Start. Danke für alles. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert doch den Kanal kostenlos, macht die Glocke an. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Crunch Royal.